Allah berichtet zu Beginn der 85. Sure Al-Buruj von einer Gruppe von Gläubigen, die unter einem tyrannischen Regime zu leiden hat. Das geht sogar so weit, dass dieses Regime zum Äußersten bereit ist. Die Frage ist nur, aus welchem Grund tun sie das? Warum haben sie eine solche Abneigung gegen eine Gruppe von Gläubigen? Und diese Frage wird in Vers Nummer 8 beantwortet, wo Allah sagt, وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Und sie grollten ihnen nur, dass sie an Allah glaubten, den Allmächtigen und Lobenswürdigen. Das Wort grollten ist ja ein wenig sperrig, aber es ist das Wort, auf das es hier tatsächlich ankommt. Im Arabischen ist es das Wort Naqamu, was von Niqma kommt. Und Niqma bedeutet, dass man den bloßen Anblick einer Sache abscheulich findet. Egal, ob es gut für einen ist oder schlecht ist, betrifft einen eigentlich gar nicht, es macht keinen Unterschied für einen selber. Trotzdem verabscheut man es. Es ist so ein irrationaler Hass. Und Niqma bedeutet auch, dass diese irrationalen Gefühle so stark sind, dass man etwas dagegen unternehmen möchte. Man möchte quasi auf jemanden losgehen, der für dieses Gefühl verantwortlich ist. Rache nehmen dafür, dass er einem diesen ach so schlimmen Anblick präsentiert. Und was ist an einem Anblick von einem Gläubigen so schlimm? Woran erkennt man den überhaupt? Nun, Glaube allein kann man sicher nicht sehen. Man sieht ihn erst dann, wenn er nach außen gezeigt wird. Durch bestimmte Rituale, die eben mit diesem Glauben verknüpft sind, wie beispielsweise das Gebet, die Kleidung, Speisegesetze oder auch Örtlichkeiten, die jemand für das Gebet aufsucht. Eine Nonne erkenne ich an ihrer Kleidung und dass ich sie vielleicht in einem Kloster treffe. Einen orthodoxen Juden vielleicht an den traditionellen Locken und an einer Kippa, der Kopfbedeckung. Eine Muslima möglicherweise an ihrem Kopftuch und ganz allgemein ihrer Kleidung. Das sind alles Dinge, die einem anderen Menschen völlig egal sein können. Was sollte es ihn jucken, ob jemand sich Locken wachsen lässt oder ein Kopftuch trägt? Seine Lebensqualität hängt ja nicht im geringsten davon ab, wie ein anderer auf der Straße herumläuft. Wenn aber dieser Anblick alleine schon ausreicht, dass ein geradezu irrationaler Hass in dir aufkommt, das ist Niqma. Und dieses Phänomen beschreibt Allah zu Beginn der 85. Sure. Wenn Leute auf der Straße diese Niqma in sich tragen, dann müssen sie halt damit leben. Wenn aber eine Regierung von dieser Niqma infiziert ist, dann kann das schon dramatischere Konsequenzen haben. Und manchmal denke ich, dass Frankreich geradezu das Paradebeispiel in der heutigen Zeit dafür ist. Nein, sicher kommt es da nicht zum Äußersten. Die Sorge, dass dort irgendwann Konzentrationslager gebaut werden, nein, die habe ich nicht. Aber der bloße Anblick eines wie auch immer gearteten religiösen Symbols scheint dort derart unerträglich zu sein, dass in regelmäßigen Abständen die Regierung immer wieder Gesetze erlässt, um genau das zu unterbinden. Ein Kopftuchverbot für Schülerinnen, allgemein das Tragen religiöser Symbole wie Kreuz etc., das gibt es ja schon lange. Einem Kopftuch hält man sich ja sowieso schon immer gerne auf. Alle Menschen könnten in eine unbeschwerte Zukunft blicken, wenn da bloß nicht immer diese Frauen mit einem Kopftuch im Weg stehen würden, das wissen wir. Aber das reicht ja noch nicht. Jetzt dürfen Schülerinnen in Frankreich nicht einmal mehr eine Abaya tragen, dieses lange Gewand bis zum Boden, das traditionell wahrscheinlich nur von Musliminnen getragen wird. Wow. Ich meine, das Kopftuchverbot hat Frankreich ja schon gewaltig nach vorne gebracht, ne? Ist ja klar. Jetzt mit einem Abaya-Verbot dazu, da ist das Land ja direkt ein heißer Kandidat für die nächste Supermacht auf dem Planeten, oder nicht? Oder vielleicht steckt was ganz anderes dahinter. Nämlich einfach Niqma. Ein irrationaler Hass auf den Anblick banaler religiöser Symbole, der eigentlich niemanden zu interessieren braucht. Leider muss man sagen, dass dieser Niqma, dieser irrationale Hass in Frankreich Tradition hat. Und diese Muslime dort bekommen das besonders deutlich zu spüren. Trennung von Staat und Kirche wird in Frankreich traditionell so verstanden, dass der Staat dafür zu sorgen hat, dass möglichst keine Religion in der Öffentlichkeit zu sehen ist. Eine Religion zu Hause in einem stillen Kämmerlein tief versteckt in deinem Herzen, das ist gerade noch so akzeptabel. Aber sobald du einen Fuß vor die Tür setzt, sorgst du besser dafür, dass niemand etwas von deiner Religion zu sehen bekommt. Dieses Verständnis unterscheidet sich dramatisch von Deutschland, das ein säkularer Staat ist, jedoch kein laizistischer, wie Frankreich.
Es gibt keine Staatskirche und der Staat darf sich auch nicht mit einer Religion identifizieren. Allerdings geht daraus keine ablehnende Haltung oder Verteufelung aller Religionen hervor. Tatsächlich kooperiert der Staat mit den Religionsgemeinschaften, allen voran mit den beiden großen Kirchen, und das auf zahlreichen Ebenen. Ohne dabei jedoch eine dieser Religionen als Wahrheit zu betrachten. Und nicht zuletzt nach den Erfahrungen in der Zeit des Nationalsozialismus wollte man in Deutschland dafür Sorge tragen, dass eine Diskriminierung und Unterbindung religiöser Praktiken von staatlicher Seite sich nicht mehr so leicht wiederholen kann. Das gibt uns in Deutschland tatsächlich einen Sonderstatus in Europa und hat uns schon das eine oder andere Mal vor Maßnahmen bewahrt, unter denen unsere Geschwister im europäischen Ausland zu leiden haben. Ich denke auch nicht, dass unsere Situation einmal so sein wird wie dort. Der Wind wird rauer, ohne jeden Zweifel. Aber das sollte uns nicht in die Verzweiflung stürzen. Ich sehe darin eher eine Herausforderung, der wir mit den Mitteln, die uns Recht und Verfassung hier zur Verfügung stellen, die Stirn bieten. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine 2 Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.